Hallo und willkommen zurück zu Mario Party Superstars. Ich habe einen Kommentar gelesen, der war sehr erzürnt. Und zwar meinte er, dass warum Fully immer Rosalina nimmt, denn die anderen nehmen alle Charaktere, die zu ihnen passen, außer Fully. Oh mein Das möchte ich Fucking einfach mal Gott. sagen, Johnny. Ich sehe dich sehr als Wario und Maeve. Du nicht mehr der Jüngste, dementsprechend ist ein Dinosaurier sehr angemessen. Ich für meinen Teil bin sehr haarig. Wow, Oha, Veränderung. Hey, Johnny. Ja, aus Trotz. Was für ein Endlich Bullshit. Dementsprechend möchte ich sagen, ich Charakter, stimme auf jeden passt. Fall dieser Aber Johnny, jetzt musst du das Erkennung zu. Hi, I'm Daisy machen. Oh Gott, nein, ich werde nicht das zweite Let's go machen. Es tut mir übrigens leid, mein Hals ist heute aus irgendwelchen Gründen super trocken. Und ich würde die Melonen-Map machen. Das heißt, ich werde Meine öfter auch. husten. Oh, Tropeninsel. Genau, die Melonen. Let's go. Hi, I'm Daisy. So, normale Bonussterne nicht klassisch, Minispielregel ja ein, Handicap aus und dann. Wir wollen aber nur N64 Spiele. Alter, diesmal machen wir es Genau. wirklich. Das ist das Los erste Mal, dass ich geht's. mit anderen Regeln spiele. Und Sollte Johnny eigentlich hat auf jeder Map 22 so eine Stunden andere Regel Spielzeit. machen. Ich Solltet wollte es ihr immer wissen. machen. Ich wollte es immer machen und dann ist es immer, ja, aber warum? Nee, lass wieder mit allen Minispielen spielen. Es gibt keinen Grund. Und ich bin froh, Vor dass wir allem, es wir jetzt haben machen. immer noch nicht alle gespielt. Ich wollte Oder ja habt ehrlich ihr schon gesagt alle direkt von gesehen? Anfang an nur Nee. N64 Minispiele machen. Da wollten auch. Da sehe ich mich in Johnnys Situation, die anderen wollten nicht. Ja. Ich Es gibt meine, aber auch eigentlich hey. keinen Grund, das zu machen. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich meine, es gibt auch keinen Grund, das nicht zu machen. Ja, genau. So sind wir Ich auch. finde, ich persönlich finde, so einschränkende Regeln sind bei wiederholten Playthroughs, um irgendwas Neues reinzubringen, ein bisschen was Frisches reinzubringen, spaßig. Aber am Anfang mag ich so, wenn alles drin ist einfach. Ja, auf jeden Also Fall. haben Und wir es alles perfekt passieren kann. gemacht. Genau. Ich bin bereit, ein paar N64-Spiele zu spielen, die ich noch nicht kenne. Ich auch. Zum Beispiel, ich hoffe, wir bekommen das Schablonenspiel. Ups. Warte, das haben wir einmal gespielt. Ja, aber ich will es trotzdem nochmal spielen. Wir haben es sogar Ja, öfter das stimmt. gespielt. Morgen möchte ich das jede Das Runde spielen. Schablonen-Minispiel müsste aus Mario Party 4 und 5 sein. Ja, das Nee, nicht stimmt. Schablonen. Nein, Doch, du das ist meinst auch ein das mit klassisches dem Buch? N64-Spiel. Meinst Also, du ich das meine mit das mit dem den Buch? Buchseiten. Ja, Ja, doch. genau. Das müsste GameCube sein. Ich glaube nicht, dass es Echt? N64 ist. Es sieht zu Ja. kompliziert aus für N64. Ich meine, es ist entweder 4 oder 5 oder beides. Dann ist es, wenn dann 4, weil 4 ist der eine GameCube-Mario Party-Teil, den ich wirklich gespielt habe. Okay, Nein, du hast 5 gespielt. Ich habe Ach selber komm, 7 jetzt bin gespielt. Okay, Nur weil ich ich glaube, einmal den Charakter gewechselt Oh, habe. shit! Oh, shit! Oh, die Oh! 2! Schau dich mal Daisy an! Morgi würfelt eine 9 und wird wieder nicht Erster. Ey, weißt du, wisst ihr was? Die 1 ist völlig egal. Ich hätte auch eine 7 machen können. Es hat nichts geändert. Ja. Stimmt. Warum Das glänzen passt. Daisys Haare so? Ist okay. Sind eingeölt. Verstehe. Die Manchmal sieht wirklich muss aus ich wie so ein. fragen, wie das Ganze, wie diese Haargepflogenheiten funktionieren. Ich bin mir manchmal nicht mehr so sicher. Das war so Meine seltsam Haarglanz existiert, aber nicht so. In irgendeinem Video, es war das Glaube Prairie ich. Austern Video, da hattest du ganz bisschen, also eigentlich nicht mal Haare und die Leute so, oh, er kriegt Haare oder so. Er kriegt Haare. Okay. Das habe ich gar nicht verstanden. Ich Man hat habe keine fast, Lust, die ist das Haare aus. zu kürzen, weil es echt nervig ist, weil ich dann, auch wenn man danach duschen geht, juckt immer noch den ganzen Tag über. Ich sollte mir so eine Oh. dumme Friseur-Krause holen. Sollte ich Du halt sahst wirklich aber, machen. du sahst immer so aus. Ich fand in dem Video hat man überhaupt nicht mehr gesehen als sonst und die Leute so, Alter, Kommt auf neue die Frisur. Perspektive an. Manchmal, wenn Okay. ich so in die richtige Richtung schaute, war ein bisschen, wurde, ist ein bisschen, ist ein gewisser Schatten gefallen. Ein Flaum, ja. Der den Eindruck natürlich verstärkt hat. I see. Ich meine, der Glanz fehlt, wenn Haare dort sind. Yes! Damn. Meister Glanze ist wieder auf meiner Seite. Daisy hat auch auf dem Bild da unten irgendwie. Warte mal, was sind eigentlich ihre Sticker? Ah. Oh weh, hurra. Bei Oha. hurra sieht sie sehr Hallo! neutral Ich hab aus. mir heute übrigens euer Prärie-Video angeguckt. Wie heißt es genau? Die Prärie-Auster. 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 Und der Moment, wo ihr jetzt getrunken habt, beide, ja? Wie das Eigelb so richtig schnell runtergegangen ist. Und dieser Ketchup einfach 100 Jahre gebraucht hat. Das war so schrecklich, das anzugucken. Ich musste den rauslöffeln. Ja, stimmt. Oh, ich Warte liebe mal, wo übrigens ist denn das noch der Detail, dass Stern? der Lack von der Brücke, da wo der Steinblock Oh, einschlägt, ist er dass er da hier? weg ist. Okay. Oh. Beziehungsweise die Farbe. Ich dachte, du meinst, das ist Moos am Holz. Das fand ich auch ganz cool. Ohne Moos ist nichts los.
Schade, dass noch keiner rübergegangen ist. Ja, deswegen war es eigentlich egal, glaube ich, in dem Punkt, was du tust. Ja, aber deswegen fand ich es netter, da lang zu gehen, weil da ist ein Laden. Dann bleiben wir alle mal links. Fruchtkorb, ne? Fruchtkorb, nein! Oh nein, der Ballonscooter. Oh nein. Oh nein. Das war die Steuerung. Ich lieb's, dass ich trotzdem gelb bin. Das macht so viel einfacher alles. Das ist super. Nein, du bist Daisy. Ich lieb's auch wieder, wie Donkey Kong aussieht, der eine Kopf in dem Kart. Fucking Fully! Oh nein, jetzt hab ich ein Problem. Yes! Ich bin entkommen! Oh mein fucking Gott! Ups! Nein! Uiuiuiui! Wie ist das möglich, dass Fully lebt? Da wollte ich den Affen zu sehr. Oh, das war so knapp. Ja. Komm schon! Nein! Oh, jetzt hast du es doch geschafft! Hat irgendeiner von euch ein richtig gutes Gefühl für die Steuerung hier entwickelt? Ich schon. Okay. Echt? Das habe ich gesehen. Das ist richtig gut, aber gut genug. Lügner. Warum lügst du? Ich bin aus zwei brenzligen Situationen entkommen. Macht's nach. Daisys Frisur sieht sowieso komisch aus. Irgendwie, ihr Pony ist kein richtiges Pony. Ich weiß nicht, warum Daisy überhaupt in dem Spiel ist und nicht Waluigi, denn. Ich meine, ich will nicht der Typ sein, der sagt, oh, Waluigi, lustig, lustig. Warte mal, Waluigi ist nicht in dem Spiel? Waluigi ist drin, doch. Ja. Oh, Waluigi ist drin? Sondern ja. Daisy trotzdem kickt, sie ist trotzdem belangloser Charakter. Niemand mag Daisy. Spiel. Die ist drin, weil sie in den ersten Spielen drin waren, denke ich. Ich glaube, die Charaktere sind alle die Originalen. Sei Mario Party 3. Oh, ich bin Donkey dran. Kong ja auch. Ich bin es nicht gewohnt, dass ich als Zweiter dran bin. Ich habe mir gerade gedacht, jetzt würfel doch schon, da hatte ich mir, oh, ich bin ja dran. Oh nein. Nein! Hey, es hat einen Vorteil, einer der Letzten zu sein. Morgi kann nur verlieren. Okay. Ich will da rüber. Ich will nicht zu... Okay. Ihr könnt jetzt euch streiten, wer zum Stern rüber will, aber okay, irgendjemand von euch wird schon verkacken und auf das Ausrufezeichen hüpfen. Ja, du hast halt auch... Du konntest gar nicht zum Stern laufen. Das kommt dazu. Ja. Machen wir einen Zehner. Ich denke, das ist fair. Oh. Alter. Komm, mach. Das hat er noch auf der hohen Kante. Damit habe ich jetzt noch genug für einen Stern übrig. Für einen naja, fast Mensch, genug. Ich hoffe, ihr freut euch so auf 1 gegen 3 im alten Mario Party 64-Style. Ja. Oh ja, oh, okay. Habe ich schon Lust drauf. Ich meine, du bist nicht Letzter, du kannst es nicht gewinnen. Oh mein fucking Gott. Was und schon geht's los. Passieren? Was willst du machen? Was wirst du tun? Was ist denn los mit euch? Rechts verliere ich alle meine Münzen. Oder hier verliere ich dann im Endeffekt irgendwann. Ach, ich gehe hier hin. Was? Als ob du mir einen Stern schenkt. Du gehst auf das rote Feld und du nimmst mir mein klassisches 1 gegen 3 Mario Party 64. Jetzt werdet ihr schön. Erfahrung. Nicht auch hoffen. Ein gutes Teamspiel machen. Ich habe mich doch entschieden. Das passt nicht in meinen Chaosplan. Und ihr habt gemerkt, dass das kompletter Bullshit war in allem, was es tut. Fully hat sich also dagegen entschieden, alle seine Münzen aufzugeben. Mir ist komplett egal, was ich mache, weil ich hätte so oder so jetzt alle meine Münzen verloren. Ich dachte, rechts kann ich wenigstens zum Boo, aber hier ist ja der Laden. Das heißt, bevor ich zu Bowser gehe, kann ich alles in Items stecken. Du meinst so wie bei Moggy eben? Wieso hättest du alle deine Münzen verloren? Junge, haben wir gerade alle drei eine 1 gewürfelt? Ja. Oh, nee, das ist ein Erlebnis, komm schon. Ich meinte ja auch drei, also Morgi. Wir alle außer. Oli. Alle, ja, also die Gruppe halt. Der Felskoller! Ach denn? So! Das ist es. Oh, yes! Wie bewege ich mich denn? Das wird nichts auf jeden Fall. Ich weiß erst durch Johnny, dass man hier die Banden benutzen kann, weil die CPU benutzt das auch nicht. Ich weiß, wir waren so dabei, dumm, als du es herausgefunden hast. Ja. Dadurch, ich weiß auch nicht, warum ich nicht auf den Gedanken kam. Ich hätte es ja mal testen können. Banden benutzen, die lassen nicht nebeneinander laufen. Was, Babe? Kann ich nicht verstehen, du bist gerade... Au. Komm schon. ...runtergedrängt worden. Au. Man sollte niemals auf dem Weg nach unten sein. Los geht's, Daisy. So ein Schwachsinn. Vorsicht, Yoshi! Mann, dass mich getroffen wurde! Oh, die Damen? Hey, Mann, Johnny! Nein! Wie konnte das so verkacken? Wie lustig hier aussieht, wenn du Platz auf die Kleider. Ich glaube, ich sterbe. Meine Batterieleistung lässt nach, aber es war so gut. Warum? Oh Gott, er stirbt wirklich. Oh mein Gott, was ist mit meinem Hals heute? Ich hoffe,
Was soll ich sagen? Achso, ich habe nicht damit gerechnet, dass du so spitz den schmeißt. Ich hätte es schaffen können. Ja. Der ist spitz wie ein Gorilla. Er stolpert über einen spitzen Stein. Die Überspitzen. Die Überspitzen? Eines gibt's nicht. Let's go! Was ist denn mit dieser Kreuzung? Maeve, deswegen hattest du noch keine gewürfelt, weil wir alle mussten mit einer 1 an die Kreuzung kommen. Da war, stimmt. Ja. Das war alles nach Plan. Jetzt ist alles wieder so gelaufen, wie ich es wollte. Ja, ich habe das von Anfang an so geplant. Ja, natürlich. Ja. Der Hub-Cheap-Trick. So, was mache ich denn jetzt hier drüben auf meiner eigenen Privatinsel? Du kannst doch auf ein Ausrufezeichen landen. Ja. Ich glaube bei 4 oder 5. Okay. Du könntest dir dein Haus einrichten und Animal Crossing großziehen. Ich habe Animal Crossing nicht gespielt. Aber wenn wir das Animal Crossing wirklich durchziehen wollen, muss ja, eine von den beiden Damen zum Affen rüber. Ich wollte nicht gemein sein, Maeve. Ich wusste nicht, wie es formuliert. Du wolltest eine Anspielung an Animal Crossing machen und das Zweite, was du sagst, ist der Spielname. So. Ja. Ich hab nicht genug. Jetzt gib mir genug. Ich bin noch nicht ganz wach, Entschuldigung. Komm, 12 ja, Münzen, so 15 gut. Münzen, 10 Münzen, irgendwas? Irgendwas! Yes! Uiuiui. Yes! Holla! Einfach verdoppelt. Was ist das denn? Yeah. Also ich muss sagen, ich sehe Johnny als Daisy. Mein Gott. Ja, ich auch. Ich auch. Let's go. I am Daisy. Was sagt sie nochmal, wenn... wenn sie bei Smash Football... Was? Wie war das? Keine Ahnung. Ah ja, sie macht einfach nochmal... Yeah! Yeah! Los geht's! Nicht Let's go! Ich nein. Ich weiß, ich mag es ehrlich gesagt irgendwie. Ja, doch, es ist schon lustig dadurch. Die Sache ist nämlich, wenn ich verloren habe, kann ich einfach sagen, ja, was auch immer, nicht meine Schuld. Aber einer ist immer gearscht, das ist ziemlich lustig. Hat es bei euch auch ein klein wenig geruckelt? Ich wollte sagen, die Verbindung ist heute ein bisschen schwammig. Ja, heute ist ein bisschen wild. Oh, ich muss jetzt schon aufpassen, oder? Nein, du weißt schon nichts, was du machen kannst. Fuck, ich habe schon verloren. Außer jemand ist gnädig. Dann bringen wir etwas Chaos ins Spiel. Ui. Na, einer hätte eins würfeln müssen. Ja, stimmt. Mindestens. Also, Moment. Morgen gibt es ein Chaos ins Spiel gebracht. Also, Maeve könnte ihn bestrafen. Wen willst du loswerden, Maeve? Oh, das ist so unfair. Wir machen eine 2. Mach eine 2. Was beschwerst du dich? Es ist das Chaos, was du bestellt hast. Und Morgen, wie schmeckt es dir jetzt, dein Fruchtcocktail? Unter diesen Umständen weigere ich mich mitzuspielen. Ja, man kann keine Sticker hier machen im Spiel. Ah, oh, schade, ja, das wäre gut. Affen hassen Bienen. Das ist eine Sache, die ich schon in Donkey Kong Country auf dem Game Boy Color gelernt habe. Wenn ich das gewinne, dann bin ich Moggy so dankbar. Das mit den Bienen passiert auch in Animal Crossing, ne? Also hier ist alles einfach Animal Crossing. Mach weitere Anspielungen daran, Maeve. Ja, ich versuch's. Ich warte. Was ist euer liebster Animal Crossing Bewohner? Oh, da hinten die Büsche, die gibt's auch in Animal Crossing. Oh, das war richtig, was ich gemacht habe. Was war unser liebster was? Jetzt komm schon, müsst ihr jetzt wirklich. Ist das wirklich nötig? Unser allerliebster Liebster. Hä, hey, ich hab nachgedacht. Was denn? Ihr schon. Denkt alle gerade die ganze Zeit so nach. Ja, aber es hat wohl nichts gebracht, nachzudenken. Ja, ich hätte eine 1 für wen willst du loswerden? Siehst du, Moggy, wie es ist, wenn man als Erster hier rausfliegt in das Spiel? Das ist total scheiße, ne? Deswegen ist es so schrecklich. Du, so, wenn ich rausfliege, was auch immer, habe ich halt verloren. Es ist mir auch egal, es geht mir nur darum, dass ihr einfach 5 Sekunden bei dem Würfel steht. Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Doch, beweis es. Hä, manchmal weiß man halt nicht... Man hat nicht so viel Zeit und man will halt immer gucken, okay, was ist das Sinnvollste? 1 oder 2? 1 oder 2? Ja. Welcher ist dein allerliebster Liebster? Beantworte bitte die Frage. Hä? Mit meinem Liebster. Das war eine Werbung für einen Lerncomputer. Der Liebster. So. Mein allerliebster Liebster. Musst du mich gerade konzentrieren. Warte mal, hast du es nicht verkackt? Nein, ich hab's gewonnen. Ah, ne. Ah, nee, ich hab verloren. Fuck, Alter. Ja, oh, Mann, das ist so dumm. Ich würde sagen, hast du es nicht verkackt? Ja, hab ich. Oh, oh mein Gott, also ich will zum ersten Mal gewinnen.
Morgi hat vom Liebster erzählt, ich war abgelenkt. Das war sein Plan. Man könnte sagen, ich habe ihn am liebsten. Mein allerliebster Liebster. Immerhin zwei Münzen. Wieso haben wir schon wieder so viele Münzen? Naja. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich habe das Gefühl, in dem Teil kriegt man sehr schnell sehr viele Münzen im Verhältnis zu anderen Mario Partys. Ich find's auch nicht also, schlimm. Ich wollte gerade sagen, ich find's besser, als wenn man immer nur so drei ist Sterne pro Spiel... Bowserfeld. Oh. Der Maeve. Er legt schon wieder los. Ich bin wieder da. Sie einfach nur, ha? Vielleicht ist er ja nett zu mir. Oh Gott, Yoshi. Oh Gott. Her damit. Man klaut dir nur dein Essensgeld. Du kannst bis zum Stern noch aufholen. Wenn das geht. Und jetzt wird gewürfelt! Tada! Cool. Warum habe ich genau mit sowas gerechnet nach der Ansage? Tada! 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 Oh! Ach, vielleicht wegen den Glücksfällen hat man auch mehr Münzen generell. Das Und kommt dazu. Baut da seine Stärke auf. Es ist eigentlich bei den anderen Teilen auch so gewesen, dass wenn man unentschieden hat, dass dann beide Münzen bekommen, das finde ich auch ein bisschen seltsam. Oder alle, nee. Die dann. Eigentlich sollte niemand Münzen bekommen, oder? Ich. Ja. Das weiß ich nicht mehr. Das finde ich auch immer ein bisschen. Man ist bei vielen Spielen dazu verleitet, dass man einfach auf Unentschieden geht. Unentschieden. Was soll das denn? Was würfelt der hoch genug, um zum Stern zu kommen? Ja, was soll das überhaupt? Ich finde es ja knapp um eins weniger und dann hätte ich den Stern verkackt. Ich finde es besser, wenn sie das Preisgeld dann teilen müssten oder so. Ja. Oh, es wird nur dann getauscht, wenn man auf dem Ausrufezeichen ist. Yep. Ja. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Er bleibt weiterhin hier drüben. Im ersten Teil war das auch so, dass wenn du ein 3 gegen 1 Minispiel gemacht hast, das war glaube ich im zweiten auch noch so, dann konnte es mal vorkommen, dass du 15 Münzen verloren hast und die anderen haben alle 5 bekommen. Oder jeder hat 5 Münzen verloren und der eine hat 15 Münzen bekommen. Hat jemand fully zugehört? Ja. Das ist gut. Danke. Also da wurde halt schon. Was soll das fully erklärt, was? Ja, ich hab's leider nicht verstanden, ich war ja dran. Hat jemand sonst noch jemand nicht zugehört? Nein, ich hab gefragt, ob jemand zugehört hat. Aber das haben Münzen kommt verlieren. Anderes. Also, Münzen verlieren würde ich auch gut finden. Wieso ist doch gut, wenn ihr zugehört habt? Ich hasse dieses Spiel. Ich mag das Spiel. Deswegen lenkst du nicht. Johnny, wir haben schon mal gewonnen, ne? Ja, okay. Wir waren auch richtig gut. Beschleunigt, drückt ihr nach vorne oder nicht? Denkt dran, nach vorne drücken. Ja. Okay. Das Lustige ist ja, dass Johnny und Moggy gleich schnell tippen können. Das heißt, Fully und ich haben gleiche Verhältnisse hier vorne am Start. Ja, wir tippen wahrscheinlich beide Ab schneller drängen! Als bei manchen Spielen, die... Oh, was schleudert ihr denn schon so rum? Wir dürfen sie einfach nicht vorbeilassen, das ist das Wichtige. Jetzt schön eng. Hier wollte ich... Oh, Gott! Lasst uns vorbei! Nein, ja, nicht schon wieder! Nein! Ich komm wie immer den ersten Sprung hinaus. Was ist denn los mit euch? Waren wir im letzten Mal auch in diesem Team? Ja. Ja. Mhm. Oh, ich hatte schon Hoffnung. Ich dachte mir, oh, jetzt habe ich einen erfahrenen Schlittenfahrer bei mir im Team dieses Mal. Dieses Mal werden wir weiterkommen. Der das wird schon so meine geil. Unfähigkeit ausgleichen. Im N64 habe ich noch nie dieses Spiel verloren. Es ist so geil, wie wir das zu Ende fahren müssen. Und ja. Ihr seid einfach raus. Ich glaube, die Sache ist, ich denke, man sollte auch gerespawnt werden. Ist ein bisschen dumm. Ja, absolut. Ja. Das meine ich ja. Wo ist Lakitu? Oh. Also die Sache ist, man muss fairerweise sagen, ihr beide habt den Double Dash hinbekommen und wir nicht. Ja, so ist das. Wir sind durch die Zeit gereist. Seit Moggy und Fully raus sind, habe ich nicht einmal mehr auf Beschleunigen gedrückt, übrigens. Das habe ich gemerkt. Ich wollte so sicher nach Hause fahren. Tut mir leid, Johnny. Ergibt schon Sinn. Es ist, ich bedanke mich, ist perfekt. Beim nächsten Mal. Ich hätte mir den Stern nicht leisten können. Beim nächsten Mal. Was mache ich jetzt eigentlich hier drüben? Du kannst auch auf ein Ausrufezeichenfeld kommen. Irgendwer klaut mir jetzt die Möglichkeit, den Stern zu holen, ich spüre das. Oder du sammelst doch so viele Münzen, dass dir Bowser nicht mehr wehtun kann. Bowser kann einem immer wehtun. Bowser kann dir jetzt nicht mehr wehtun. Ist das schon an der Tür? Bowser's not real, he can't hurt you. Komm schon, eine 2. Eine 2! Eine 8? Das ist 10 minus 2.
Yes, es ist Ausrufezeichen! Ach yes. Mann! Ich krieg den Stern wirklich nicht. Und ich bekomme. Ich überlasse sie für 11 Münzen. Das, es ist quasi geschenkt. Danke, mein Bowser. Bekomme ich auch noch den Pechwürfel? Yes. Mein Bowser. Bowser, mein Bowser. Mein liebster, liebster. Ja, das hätte ich viel schlimmer gefällt. Und der Stern ist quasi nebenan bei mir. Was für ein Zufall. Mich hat's schrecklich erwischt. Was heißt quasi gehört. Nebenan? Der ist 2 Felder hinter dir. Oh ja. Oh, shit, ich dachte, er wäre da oben, wo ist Bowser. Ja, das ist ungünstig. Logischerweise da, wo du gerade warst. Ja. Bowser, es geht, Bowser. Ich habe nicht ganz drüber nachgedacht. Aber du kannst ja die Ehrenrunde drehen. Yes! Fully kriegt nicht mal 10 mehr. Huch. Warum? Ich will auch mal den versteckten Block bekommen. Das ist so Schwachsinn. Immerhin nur Münzen. Und nur 5. Okay. Nur 5. Ich hasse es auch immer, wenn ich den Zufallsblock bekomme. Ich mir auch immer. Nein, was soll das denn? Ich finde das so unfair. Weil das ist einfach. Ich habe nichts gemacht. Ich habe mir das nicht verdient. Ich bekomme es einfach geschenkt. Ich mag sowas nicht. Hat jemand einen Pechwürfel? Das ist ja schön, dass du so viele. Dass du starke Worte zur Erbschaft zu sagen hast. Aber darum geht's hier gar nicht. Es geht hier um Mario Party. Hätte gerne eins gehabt. Oh, glaub mir, mit Erbschaften kenne ich mich aus. Ist das eine Drohung? Ja. Ja. Danke für diesen Pechwürfel für 17 Münzen. Oh, meine hat nur 11 gekostet. Den habe ich mir richtig mehr als dich. Oh. Ich meine, ich bin eine Prinzessin. Aber du wolltest doch einen Pechwürfel haben. Von ja, du bist die schlechte Prinzessin. Vom Sarasaland. So. Tja, jetzt guckt ihr blöd. Sie schreit immer so. Mann, den habe ich mir extra gekauft. Jetzt habe ich's. Na gut, passt. Ja, den kann man hier auf der Map öfter gebrauchen. Ja, den kann man gebrauchen. Ich war damals in Billy super fasziniert davon, dass man von den verschiedenen Outfits von Peach, die es gibt. Warum hast du den eigentlich nicht eingesetzt, Johnny, gerade eben? Und zwar das eine. Oh Gott, ich werde so verlieren. Das eine, was es gab, war, man konnte Daisy machen. Ich dachte mir, also ja wild. Was? Und das andere war, man konnte Schwester Peach machen, passend zu Dr. Mario. Oh, stimmt. Wow. Alter, ist euch aufgefallen, wir gehen alle im Uhrzeigersinn, außer Maeve. Maeve geht gegen Uhrzeigersinn? Immer, ja. Was beim Kettenhund voll Sinn macht, weil man da die Zähne am Anfang dann sieht. Deswegen hat er beim letzten Mal bestimmt gewonnen. So voll smart. Ja. Oder zufällig. Oh halt. Nein, oh, ich habe am Ende verkackt. Oh, ja, nein! Das Ende. Warum bin ich immer so viel schlechter in diesem Spiel? Warum ist Maeve immer so gut? Also ich gewonnen. Easy win für Maeve. Yeah! Oh mein Gott, Fully, was war das denn für eine Kante im Kopf? Ja, die hatten wir alle. Ich habe das Ende irgendwie verkackt. Ich habe es noch schlimmer verkackt als ihr alle. Deswegen weiß ich zu schätzen, dass du Fully dafür angepöbelt hast. Das war aber auch auf dem N64 irgendwie leichter. Das war nicht so empfindlich, wie du fährst. Ja, yeah, solche Dinge sind irgendwie. Dadurch, dass der Analogstick, das Gimmick vom M64, weil ich habe das Gefühl, bei vielen Spielen war es einfach besser umgesetzt. Hauptsächlich Mario 64. Aber ja. vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Oh ja. Nö, habe ich noch nicht gehört. Ich schon mal gespielt, mal. Erklär mal. Ja, ergibt schon Sinn. Tja, Maeve. Warum wird jemand von euch Maeve zugehört? Tja, Yoshi. Ja, ich schon. Tja, Thaddeus. Tja, Thaddeus. Oh, ihr verliert alle so viele Münzen, das finde ich gerade super lustig. Seht ihr, so bekommen wir ein bisschen noch. Münzen aus, das war eine aus mehr als du. Rotation. 12 geht noch. Also, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Fully war nicht einmal beim Bowser. Und er hat einen Stern. Naja, er war halt beim anderen Bowser. Ich war halt ein bisschen... Wo ist es? Oh, oh. Stimmt, Fully war auf dem Bowser-Feld, oder? Nein. Nee, das war ich. Maeve. Ah, okay. Natürlich war ich das. Setz die 20! Das habe ich kurz vergessen, dass du da immer einmal pro Party vorbeischaust. Um zu gucken, wie es dem alten Drachen geht. Ah ja, Mann. Yes! Nice! Die 20! Ich meine, ich werde verlieren, aber es könnte trotzdem cool sein. Es ist für uns alle circa gleich schlimm, also. Das brennt! Oh, warte mal, wenn ich nicht genug Münzen habe und zu viel Würfel, komme ich da nicht mehr nach rechts? Yep. Das ist scheiße. Wir kommen nicht auf die Insel darüber. Bombige Oh Gott, nein! Meine Batterieleistung lässt nach. Das ist sehr. Warte mal, lass mich mal. Okay. Oh. War es das, wo wir im letzten Mal Goombas gezählt haben?
Nein, ja, das haben wir noch nie gemacht. Also das Spiel jetzt spezifisch noch nie gespielt. Aber wir können, ach, wir können aber es ist sehr ähnlich wie das Gumba-Zielspiel. Ja. Nur dass hier sich die Anzahl nicht verändert. Aber wir können sehen, was die anderen machen. Ich ja, liebe das gefällt Donkey mir Kongs nicht. Animation. Das ist dumm. Was kommt mehr dazu? Nein. Ich finde es schön, dass wir uns nicht komplett einig sind. Okay. Das ist ein gutes Minispiel soweit auf jeden Fall. Ich habe keine Lust nochmal durchzuzählen. Nee, ich will auch nicht nochmal durchzählen. Ich verlasse mich darauf, dass ich richtig gezählt habe. Fuck. Okay. Ja, ist okay. Ich wollte der eine sein, der es anders macht. Wahrscheinlich ist 24 richtig. Maeve, hast du nur 24 gewählt, weil wir die 24 haben? Ja, nee. Ich hab 24 gezählt. Yeah. Oh! Stell dir vor, du bist jetzt Maeve. Ich hab halt auch 25 gezählt. Ja, ich dachte, wenigstens gezählt. Genug für die Maut. Ich wollte passieren eine, können, dass ich ein Doppel zähle. Ich wollte eine andere Zahl einstellen, als ich gezählt habe, um euch auf eine falsche Fährte zu locken. Aber als die gesehen, dass wir schon alles auch haben. Daisy! Ich bin so fucking reich. Daisy! Moment, oh, wie viel haben wir als zweiter Platz jetzt bekommen eigentlich? Sieben, warum auch immer. Was für zweiter Platz? Ihr habt es halt falsch gemacht. Aber wir waren alle zweiter Platz. Ja, toll. Schau euch den Surf den Yoshi an. Ey, Johnny, willst du Münzen deinem Affen verlieren? Na, dann hole ich mir doch gleich wieder was zurück. Meine Gute. Ich bin die Person, die sich den Stern klauen könnte, also. Mal gucken. Ja. Das sind die Schuldeneintreiber. Der die so, oh! Oh nein, jetzt wissen wir, warum die Haare fettig sind. Und bei mir wurden 17 Mal geklaut. Ja, aber ich habe gedrückt. Ja, ich hab. Mal. Ich denke, es gibt keinen Wettbewerb zwischen uns, wer schneller drücken kann, Johnny. Ich bin schneller. Ich habe noch nichts gesehen, was diesen Eindruck bestätigen würde. Ich glaube sogar morgen. Ich hätte mir so oder so die Maut leisten können, weil ich vor dem Cooper bin. Oh, wie gerne ich mal. Wie gerne ich mal so ein Versus, also so ein Duell zwischen euch beiden sehen würde, wo es um Tippen geht. Hier ich meine, wir haben schon zwei das gehabt. Das Pokéminispiel. Ja, aber nur, wo ihr beiden dabei seid. Das Pokéminispiel. Ich denke, da ist es. Es ändert doch nichts, ob nur wir beide dabei sind. Ja, aber oder auch noch andere. Es wäre ein gutes Duell, meine ich. Was will ich mit einem Pechwürfel? Ich habe zwar viele Münzen, aber will ich jetzt einmal über loslaufen oder nicht? Hä? Achso, du willst dich warpen. Ich sollte einmal über loslaufen. Yeah, okay, das passt. Dann will ich keinem gönnen, der dann zu mir gewarpt wird, dass er dann nochmal 10 Münzen kriegt. Ich hoffe natürlich, dass es Moggy ist, aber wie ich mich kenne, trifft es. Jetzt Tränen! Au. Oh. Das gibt's echt nicht. Das mache ich ja jedes Mal. Ich wollte gerade sagen, jetzt dreh den Preis hoch, aber der Preis ist nicht so heiß, wie mir scheint. Aber ich hätte es machen können, ja. Wow! Sowas aber auch. Ich bin so ein bisschen im Abseits. Gegen Daisy. Das ist eine Fußballreferenz. Dir ging es da trotzdem nicht so viel schlechter als uns. Okay. Oh nein. Jetzt wird gedreht. Als ich das zuletzt gespielt habe, Fully dreht ohne Handfläche, wie ich gelernt habe. Na, shit, weil wir kämpfen gegen Johnny. Oh nein, dreh mal ohne Handfläche. Mach mal mit Daumen, Johnny. Ist es egal, in welche Richtung ich drehe? Ja. Der Trick ist, den Handballen zu verwenden. Los geht's! Yes! Rein mit dir! Es war zu schwitzig, ich bin abgerutscht. Ja, ich bin nicht abgerutscht. Warum schwitze ich so? Ich auch nicht. Oh, ja, geh die Pumpe. Ich weiß nicht, dass Fully sich jetzt daran bestätigt fühlt, das nicht so zu machen. Ich wollte dich nur ärgern. Das hat funktioniert. Ja. Ich kann ihn auch ärgern. Wie denn? Mach mal. Mars Drink ist für mich Kakao. Ist es für dich so, ist es okay. Nein, ich denke, es ist auch für die meisten Leute so. Ihr wolltet mir erzählen, dass meins seltsam ist. Achso, ich muss drücken, ne? Entschuldigung. Maeve ist noch. Guten Morgen.
hat Kakao geholt und sich direkt an den auf den Weg zum Kühlschrank gemacht. Ja, hab das Thema angeschnitten. Ich habe mich gerade so rumgegeben und die Hände hinter dem Kopf so verschränkt auch noch. Ich war bereit für das Gespräch. Also für mich war bereit zuzuhören. Milchdrinks mit Geschmack, nicht direkt Kakao. Den schenke ich dir. Dankeschön. Oh! Oh! Oh. Die Donkey Kong lacht. Boom! Das ist eine solide Ausbeute. Peng! Krach, boom! Oh ja, ich will wahrscheinlich sogar rüber. Auch hier werden 14 Münzen gezahlt. Na, ich zahle eine. Eine. Ich meine, da oben geht ja auch irgendwie niemand hin. Ja. Warum ist das so? Ich glaube, hier kann man nur zurückgehen. Nee. Ja, aber man kann ja auch unten nur hingehen, also. Let's go. Nein, nein, Maeve, das ist nervig. Ich glaube, die Map hier wäre auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Achso, nur. Oh, das ist gemein. Ja? Aber ich habe so viel Spaß daran. Das ist sehr abwechslungsreich, wenn man mehr als 15 Runden spielt. Aha. Dann kann es echt krass werden. Ich glaube, ich gönne mir mal den hier. Der ist leider viel zu nützlich, was soll das? Es ist ein guter Failsafe, falls du mal auf der falschen Seite bist. Damit kann man sich das Gesicht bewahren. Genau. Ich wünschte, ich hätte ein Gesicht. Aber ich habe Failsafe gesagt und nicht Face. Ich wünschte, ich hätte Waden. Okay. Kauf dir welche. Vom Metzger. Ich will gerne ein paar Wälder. Was ist denn los jetzt hier? Och, komm schon! Ich komm einfach dem Stern nicht nahe. Ich komm eh nicht hin, ich kann höchstens eine 3. Das will ich auch hoffen. Das war dein Pechwürfel, Moggy. Ich weiß, das war auch gut. Ja. Maeve, mach beim nächsten Mal auf Johnny noch einen Pechwürfel. Ich hab keinen, oder? Doch, ich hab einen. Ich hab selber noch einen, also. Könnte es auch einfach mir überlassen. Wenn er auf den Ausdruck ist das mit den Tricks? Dann ist es schlecht. Nein, das ist nicht. Oh, das ist das ist das Beste. Das ist super. Ich mag auch den Namen. Lawinen Schlawiner. Schlawiner. Lawiner meine ich natürlich. Nein! Was soll das? Ich wollte auf jemand anderen gehen, Yoshi. Oh, warte, man kann einfach in die anderen reinrollen und dann fliegen die trotzdem weg? Richtig. Oh, das ändert einiges. Aua. Hey, Mann, komm schon. Oh, nicht den Affen. Oh Gott, ich muss hier weg. Ich sollte hier nicht stehen. Au! Das war einfach nur dumm. Ich hab das Gefühl, wir. Oh Au. Mein Gott! Nein! Yes! Was war das für ein Slow-Mo? Maeve, ich krieg dich! Oh, was ist das für eine miese Taktik? Ich wollte Yoshi erwischen! Gerettet. Jetzt krieg ich Moggy! Mit was? Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Moggy, dafür ist er weg! Also, ich bin natürlich. Oh mein Gott! Komm schon! Nein, das bin ich! Oh Gott! Nein! Das ist eine Zicke! Wie hat das Maeve erwischt und nicht mich? Alter! Wieso hab ich dich verfehlt? Du wärst gerade gestorben, hätte ich dich erwischt. Du hast mich so verraten hier gerade. Waren wir im Team? Ja. Oh, das wusste ich nicht. Ihr wart nicht im Team. Nein, es gab keine Teams. Ey, ist mir schon klar, aber ich meinte im übertragenen Sinne. Ich hab ihn Johnny so serviert. Was bist du für eine Zicke? Ich hätte auch gedacht, dass der Schnee bei mich trifft. Ich glaube, Moggy hat auf mich gezielt, ehrlich gesagt. Nein, ich hab schon getroffen, wo ich hingezielt hab. Hörst du das Glitzern da, Maeve? Da ist der Stern. Dreh dich einfach um. Ja, das stimmt, da ist einer. Er ist ein schmackhafter Glücksstern. Yeah. Wie gefällt dir das, Fully? Okay. Okay, dann mache ich das halt so, ne? Yoshi lacht so dreckig. Yoshi und Koopa sehen sich wirklich ähnlich in ihren Designs. Yoshi war ursprünglich auch ein Koopa. Ah, daher weht der Wind. Oh, Koopa zum drauf reiten. Alter. Yo, Jackpot. So, er hat auch so einen komischen Sattel. Es war ursprünglich irgendwie ein Koopa-Panzer oder sowas. Juhu. Ich meine, den hat er ja auch. Sozusagen. Mhm. Boah. Ich würde sagen, es ist immer noch ein Panzer. Bowserfeld? Oh, es ist das Bowserfeld. Hey, gern geschehen mit dem Warpen, Moggy.
Das weiß ich echt sehr zu schätzen. Okay, mal schauen, wie viel Spaß es mir bringt. Ja, auf geht's, kommt schon. Bowser Minispiel! Nice. Okay, yes! Cool. Zeit für eins deiner Minispiele. Komm mal her! Oh oh. This'll be fun. Wer jetzt verliert, verliert einige Münzen an ihn. Was heißt denn? Ich komme eh noch nicht zum Stern, aber hey. Ein paar? Was ist das? Oh Gott, oh. Ach, nein. Wir müssen einfach nur den Bowser ausweichen. Hatten wir das schon mal? Okay. Nein. Ich hatte noch nie ein Bowser-Minispiel. Bowser-Minispiele kommen nicht oft. Das Spiel auch gar nicht. Ich glaube, ich habe in 22 Stunden Spielstunden höchstens einmal ein Bowser-Minispiel bisher gehabt. Und jetzt noch das. Wir hatten so ein ähnliches 3 gegen 1 Spiel, glaube ich, ne? Hilfe, nein! Was? Ich bin runtergelaufen! Ich kann nicht runterlaufen! Der hat sowas von auf mich gezielt. Beide Male. Ich bin aus Versehen runtergelaufen! Überkorrigiert. Das kenne ich. Das kenne ich zu gut. Oh, shit. Und dabei war ich so gut, ihm auszuweichen. Alter, das ist wirklich gefährlich. Das ist so das Ding von Bowser. Yes! Das war deine Rache mit Bowser. Ich mag nicht, dass Moggy auf dem Bowserfeld kommt und. Ach nee, Moment. Nein, ihr verliert. Was passiert jetzt? Okay. Wir verlieren Münzen. 10 Münzen. Kann ich. Ja, ich würde sagen, gemessen daran, wie das Bowserfeld lief, bin ich zufrieden damit. Weil ich nicht der Einzige bin, der was verloren hat. Ja, absolut, das meine ich. Ich würde gerne. Okay, noch kein potenzielles Duell gegen Johnny. Verliere einen Stern, wäre nicht schlecht gewesen bei dir, ne? Weil du keinen hast. Ah, das schlechteste Feld, was er tut. Duell gegen Johnny kommt dir erst in den letzten 5 Runden. Es wäre egal, wenn du auf seinem Feld dann bist. Das stimmt. Oh nein, ist, dass ich hasse es, dass ich meinen Wurf nicht boosten kann mit irgendwas. Ist auch noch bei Daisy. Ach man. Warte, ist das das? Nein, das ist nicht, oder? Das wäre bei einer 6 gewesen. Ich bin beide Male hier gelandet. Ich spiele zweimal dieselbe Runde gerade. Ich habe auch wieder das Ausrufezeichen gehabt und so. What the fuck? What the fuck? Drasinen-Wahnsinn. Okay. Drasinen. Okay. War das bei Fully vorher ausgewählt als bei mir? Kipplager. Okay, Morgi, let's fucking go. So, wir müssen in den Kurven bremsen, Maeve. Oh, das machen wir, okay. Das machen wir. Oh das Ding. Gott. Aber nicht zu doll. Nicht zu doll, ja. Das heißt, tippeln, was das Zeug hält und dann bremsen, wenn es passt. Ja, bekommen wir hin. Wir bremsen nicht. Ich bremse, aber du nicht. Nur einer von uns beiden bremst. Doch, wir bremsen, ist okay. Okay. Oh, das Geräusch. 2. Das gibt mir Flashbacks an das Hugo Troll Racing. Ah, es laggt! Das Spiel ist heute generell ein bisschen laggy. Ja. Nein! Oh nein! Okay, jetzt. Also, sind wir jetzt raus? Was ist das denn immer mit diesen 2 gegen 2 Rennen, dass man nicht mehr respawnt? Jetzt könnt ihr einfach einen gemütlichen Lenz machen. Das ist so dumm. Gemütlichen Lenz. Keine Ahnung, wie das Sprichwort ging. Lenz und Partner. Yeah. Oh Gott, das ist. Nee. Ja, ich hab gebremst, denn. Strichwort ist schon so ähnlich. Wie war's denn nochmal? Yes. Sich einen faulen Lenz machen, passt so. Ja, irgendwie so. Immer in der ersten oder in einer der ersten Kurven fliege ich raus. Faullenzen, oh mein Gott. Oh! Hat mir das niemand. ich hab's wegen dir gesagt, Fully. Ja. Oh, Faullenzen war bestimmt Jugendwort des Jahres 1950 oder so. Stimmt. Irgendwas war immer Jugendwort. Ich hasse es, dass das wahrscheinlich wirklich so war. Ich glaube nicht, dass damals. Doch. Herausgegeben vom Reklamverlag. Nee. Oh nein! Geh aufs Bowserfeld. Ja, Bowserfeld oder Zahl? Aber stell dich mal vor, auf der anderen Seite ist auch ein Bowserfeld auf meinem Würfel. Auf dem Bowserfeld hättest du auch nur 10 Münzen verlieren können, also. Ich meine. Ich riskiere mal. Das Bowserfeld ist, glaube ich, weiter oben da, auf rechts. Man sieht doch eh, was hier ist, oder? Ja. Ich riskiere mal, dass ihr den Stern umpositioniert. Ich werde. Wow. Es wäre so typisch für mich. Ich meine, ich habe ein gewisses Interesse, dass Johnny nicht eine 1 würfelt, also werde ich ihm jetzt nicht den Pechwürfel geben.
Da ist was dran. Ich habe eine 1 gewürfelt, falls das was bedeutet. Das bedeutet mir nichts. Ich habe das Gefühl, in dieser Runde komme ich aktuell auch so gar nicht voran. Warum lässt die Batterieleistung nach? Ich habe den Controller doch am PC angeschlossen. Habe ich aber auch gerade gedacht. Das ist echt, wir machen gar keine Strecke. Es gibt einen Stern bisher im Umlauf. Was ist da los? Ja, vielleicht ist das einfach kein so gutes Spielbrett. Doch, ich habe letztens die beste mit reichste mit den meisten Sternen ausgezeichnete Runde habe ich hier drauf gehabt. Wir hatten am Ende von 20 Runden hatten da irgendwie jeder 5 Sterne. Wir würfeln halt alle nicht so viel und ja. Das war echt seltsam. Aber das ist ja interessant, dass die Runden so unterschiedlich laufen können hier auf dem Feld. Absolut. Auf dem Brett. Also, wenn du langweilige Dinge interessant findest, dann ist das auf jeden Fall interessant. Ja, das ist was dran. Komm mal jetzt nicht so jetzt. Ich sage ja nichts mehr. Fully ist trotzdem noch Platz 1 übrigens mit 38 Münzen. Da kann Joey mit seinen 37 jetzt nicht mithalten. Oh, doch. Oh, Update. Ich Anmeldung! Daisy hat soeben Rosalina überholt. Ich hab auch noch nicht ein Minispiel gewonnen in dieser Runde. Glücksgolf, oh nein! Oh, Glücksgolf ist so unfair für die, die als erstes dran sind. Ich will nochmal schauen, wie die Steuerung war. Ja. So ein Schwachsinn. Ach, warum muss ich denn hier anfangen? Ich hoffe, das passiert gleich nicht. Okay, Jungs. Man zielt. Aha, volle Kraft voraus. Let's go. Schlag. Das ist ganz gut, man kann sich das jetzt schlagen. Eigentlich bin ich bereit für das Spiel. Ich wollte gerade sagen, eigentlich sobald man das Spiel mal kennt, kann man es auch als erster spielen. Aber... Dann hoffe ich mal, dass Johnny anfängt. Oh, fantastisch. Ich wollte gerade sagen, ich krieg bestimmt meine Worte. Letzter sein hat bestimmt seinen Vorteil, Moggy. Ich glaube, der geht rein. Na. Oh. Knapp. So glücklich bin ich nicht. Ich weiß allerdings auch, aus deinem konnte ich jetzt noch nicht lernen, wie man es hätte machen sollen. Ist okay, du bist doch nicht als Zweiter drin, kannst doch bei anderen zuschauen. Das ist das Gute. Das ist halt so unfair. Das sieht gut aus. Okay. Ah ja. Es müsste also sozusagen dazwischen sein, zwischen Morgan. Ich wünschte, Fullys Ball würde im Weg liegen, wie bei Golf with Your Friends. Das fände ich lustig. Und Johnny will ihn reinhauen, aber er kickt nur Fully rein. Ah, der müsste es reingehen. Der fliegt drüber. Na, ist gleich über mir. Ach so, okay. Das ist fair. Ja. Ich habe weiter nach rechts gemacht als du. Das war das Einzige, was du falsch gemacht hast, Morgi. Du hast nur ganz bisschen zu weit links gemacht. So ein Schwachsinn. Ich hasse dieses Spiel. Ich dachte, Morgi hatte zu viel Power, deswegen habe ich einen weniger gemacht als er. Oh, ich dachte schon. Cool. Ich dachte schon, Melf kriegt's nicht hin. Wow, ich fühl mich einfach so, als ob das so fair war, dieses Spiel. Das ist nur unfair. Also, im Gegensatz zum Feld ist es hier gut, wenn man als Letzter rankommt. Also, ich fand's gut. Aber ich möchte sagen, dass ich beim Proben als Erster getroffen habe. Auch. Ja, warum bin ich mit so viel Abstand Letzter? Ich habe nicht mal Maeve was gekauft oder so. Ich konnte noch nicht mal zum Shop gehen jemals. Ich weiß auch nicht. Und ich war auch nur auf... Okay, ich bin zwar durchgegangen, aber ich habe echt nicht so viel Münzen ausgegeben. Du warst halt auf dieser blöden Insel da. Jungs, ich bin kurz weg. Sind beide ziemlich blöd, ehrlich gesagt. Voll blöd. Finde ich auch blöd. Ich mache ja auch keine Strecke. Das ist ja unfassbar. Aber wir haben die zufälligen Bonussterne an. Wir haben die 2. Es bringt nicht viel, wenn ich nur Sterne habe. Ja. Oh, ich kann nicht. Ich wollte nur sagen, also... Morgi könnte die wenigsten zurückgelegten Felder Bonussterne abräumen. Hm. Normalerweise kriege ich den sonst immer. Aber heute nicht. Doch. Stimmt ja gar nicht. Ich darf immer sehr wenig. Ja, glaub mal. Warte mal, was ist so? Ach so. Warum sabotierst du Maeve? Der hat nicht mal einen Stern. Er ist nicht mal der Gegner, wo Sterne gibt. Ich hab schon einen Plan. Mhm. Willst du, dass er aufs Ausrufezeichen läuft? Wahrscheinlich. Ha! Vollidiot! Warum? Ja, weil du ein Eis gewürfelt hast, das hast du selber schuld. An was? An dem Pech. Welches Pech? Warte mal, wo ist der Stern? Der ist doch direkt vor dir, oder nicht? Ach so, ja. Okay. Yay! Nice. Ach, das kann doch nicht sein. Yes! Ach, komm schon. Let's fucking go. Ah, jetzt werfe ich bestimmt mit 2.
Oh mein Gott, das ist gecallt. Okay, das hast du verdient. Er ist weg. Das hast du verdient. Ja, ich hab's schon verdient, aber. Es ist alles schiefgegangen für dich und mich. Was ich eigentlich wollte, ist, dass Maeve nicht so schnell zum Bu kommt, weil wenn ich zwei Sterne hab, klaut er mir einen Stern, weil er so viel Münzen hat. Okay, ja, okay, das sehe ich. Was passiert hier? Ja. Du bist von einem Stern. Johnny hat gedacht, er macht einen Big Brain Move und er hat verkackt. Eigentlich nein, nicht. Nein, der Kritzelkreis. Ich hätte auch mit Moggy ausgetauscht werden können. Für mich war es ein Big Brain Move. Oder mit Maeve. Das war eher Lucky. Kritzelkreise mag ich nicht. Komm, das kriegen wir hin, Moggy. Einer geht rechts rum, der andere links rum. Also wenn Maeve und ich das so machen, schaffen wir es auf jeden Fall nicht. Unsere Proberunde war schon mal gut. Wir sind uns so hinterhergelaufen. Oh, aber das war intuitiv sehr gut. Hä? Oh, komm schon! Hä, wir hatten ihn doch. Dieses dumme Spiel. Yes. Es muss nicht mehr perfekt sein. Du musst eigentlich nur meine Linie berühren am besten. Wie soll wir... Okay. Genau, okay. Siehste? Wie funktioniert das? Moment. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es geklappt hat. Komm schon. Nein. Ey, wenn das jetzt nicht zählt. Oh mein Gott. Das war meine eigene Linie, nicht deine, glaube okay. ich. Oh. Warum auch immer das noch gibt. Unentschieden, ach, Gott! Noch unentschieden gerettet. Oh. Holy shit, das war ja extrem knapp. Ich meine, alle haben gewonnen. Man hat nur begrenzt viel Zeit. Ich weiß nicht, ob es so knapp wirklich war. Alle bekommen 20 Münzen! Es war knapp, dass wir den dritten bekommen haben. That's a lot of kinds. Deswegen, wir haben alle so viele Münzen. Wir haben jetzt alle 20 Münzen bekommen, wenn unentschieden. Niemand hätte irgendwas bekommen sollen, geschweige denn 20. Ha, das ist schon echt seltsam jetzt. Ich würde sagen, die Expertenmeinung sagt bestimmt... Und da ist der Mogherino mit 5 Meter wenigsten Münzen und ohne Stern. Kriegst da bestimmt jetzt eine Belohnung. Alle geben offensichtlich ihr Bestes, sagt der dritte Platz wird immer der Tipp. Was ist der Expertentipp? Nicht immer. Doch, es ist immer der dritte Platz. Wir hätten mal den zweiten. Nein, es kann alles sein. Zweite. Nur der erste nicht. Ich habe nur geplatscht gehört. Meint der Donkey Kong? Yes! Zeit für meinen Auftritt! Ich glaube, der Einzige, der es nicht sein kann, ist der erste Platz. Das ist immer der dritte. Was ist eine Geisterglocke? Oh mein Gott. Ganz oh, yes! Ui, ui, ui. Damit wird ein Stern geklaut. So, wer von euch fühlt sich denn... Produktbeschreibung. Wer war denn im Laufe des Spiels gemeint zu mir? Wer hat mich nochmal bei dem Obstkorb verlieren lassen? Johnny. Nein, das war Johnny. Das war mit Sicherheit Maeve, aber Maeve hat Sterben. Maeve, habe ich gehört, dass du es bist. Ich setze die Glocke ein, um dir deine Münzen zu klauen. Es gibt so viele Gründe. Oh, Maeve hat gleich einen Stern. Ja, Maeve kann sich auch gleich noch einen klauen. Okay, ich sag nichts. Es gibt so viele Gründe, dass du mir einen klaust, aber ist okay. Ich würde es am liebsten deinen Danke machen, wenn ich an Moggy denke. Lass es dir schmecken, Maeve. Den klaut mir Moggy. Neuer Stern, heiß und fettig. Ich will erstmal gar nichts machen, weil du jetzt einen Stern klaust. Oh mein fucking Gott, danke, Maeve! Bitte. Als ob das passiert. Wo bin ich eigentlich? Ich bin in meinem Shop oben irgendwo. So, als ich das verstanden habe, hast du mir ja auch meinen Stern zugespielt, dann kann ich dir auch den aufspielen. Ja, das ist wahr. Wir haben uns gerade den Stern einfach hin und her gedribbelt. Elf, Traumpass nenne ich das. Felder bis zum Stern. Die schaffst du. Aber er stellt es einfach eine Elfen-Glückswürfel ein. Das gute alte Glücksfeld. Ach, das geht? Was? Nein! Was? Nein! Klingt das so wie meine. Als hätte ich das wirklich gefragt. Erstmal eine 37 einstellen im Glückswürfel. Okay, es gibt keine scheiß Position für mich. Also, oh, wie er da auf die scheiß Karte schaut. Oh oh. Das komm schon! Nicht, das komm schon! Das ist ungünstig. Johnny! Oh, auch yes. gut, auch gut. Auch warum? Moggy kann keine Strecke machen. Immer wenn der Wurf. Warum immer ich? Aber du kriegst 10 Münzen, Moggy. Ich wäre fast beim Stern gewesen. Nee, den hol ich. Ich wollte ja auch Johnny holen. Aber. Das war Fully, der dir das angetan hat, Moggy. Oh. Oh mein fucking Gott. Aber nur Johnny hat gleich Sache. 2 Sterne. Oh Gott, was? Ich hatte gerade so Angst, dass da eine Goldröhre drin ist. Ja. Ich auch.
Der Super Warp Würfel. Mit Spieler meiner Wahl. Nein. Oh mein Gott, so existiert? Gott, ich habe Legenden davon gehört und es ist wahr. Zum Glück bin ich hier weg. So, warte, wen vergifte ich denn? Ah, nee, ich lasse es einfach. Wen vergifte ich? Kein schlechtes Karma jetzt hier. Jetzt hat er zwei Sterne. Oh, ich glaube nicht, dass das geklappt hat. Wie gut. Glaubt ihr, ich werde jemals noch einen Stern kaufen können? Ich meine, du kannst ihn klauen. Ich weiß, ja, aber ich habe gefragt, ob ich einen kaufen kann. Ich weiß, stimmt. Ich meine, du kannst ihn klauen. Du kannst ihn klauen. Das ist sowas wie kaufen. Nimm dir, Morgi, was dir rechtmäßig zusteht. Das würde ich gerne. Ich werde immer weggeworbt. Habt ihr mal was geklaut? Wurdest du schon mal weggeworbt hier? Ja. Oh, ich habe ihn so dreist weggeworbt. Oh, Wellenschlag. Der Wellenschlag. Das habe ich, glaube ich, noch nie gemacht aus der Position hier. Oh, viel Spaß dabei. Das ist super. Boah, kurzer Pass. Okay, ich bin auch immer die Person, die hier springen muss. Wir müssen alle springen. Aber ich weiß, was du meinst. Was? Der Melf hat eine vernünftige Taktik gefunden. Ich habe beide Wellen verschissen. Das ist nicht so gut. Der Moggy macht das. Fuck. Oh, vielleicht ist es doch ziemlich gut. Er hat einfach nur die Stampfattacke spam. Es war aber auch echt schwer, irgendwie so richtig zu heilen. Schwer. Ich glaube, Wellenspam ist wir einfach... Wir waren beide einmal aus dem Rhythmus raus und wurden dann gleichzeitig auch rausgekickt. Ich war oft aus dem Rhythmus raus. Ich war nie im Rhythmus drin. Warst du überhaupt im Spiel dabei? Bist du nicht mit Welle 1 schon rausgeflogen? Ja, ich bin bei den ersten beiden Wellen, habe ich verschissen. Aber ich habe auch versucht, ich hab auch versucht zwischendrin... Da ist ein Yoshi auf einer Melonschale. Ja. Ich hab voll gesagt, der Surfer. Mir hat ja keinen dazu. Oh. Zwei. Oh. Ich habe das in der ersten Runde von uns mal angemerkt. Ach, komm schon. Ich hab den halt nicht gesehen. Ich hab versucht, den Rhythmus ein bisschen anders zu machen auch. Aber ich glaube, weiß nicht, ob es rüberkam. Ich mag aber, dass mir jetzt alle zugehört haben. Was hast du gesagt? Das streichelt mein Ego. Du klaust keinen Stern. Ich kann speichern jederzeit den Stern klauen. Ich werde die Situation noch bis zur letzten Runde im Auge behalten und dann entscheiden, wem ich den Stern nehme. Jetzt spricht er meine Sprache. Deutsch. Was? Was? Ich verstehe deinen Dialekt nicht. Oh gut, das ist beantwortet wahrscheinlich. Ich hatte schon eine Frage. Wieso, was ist denn damit? Ich kann nicht mal wirklich Norddeutsch. Das war ein Dialekt. Ach, das sollte Norddeutsch vielleicht sein? Ja, keine Ahnung. Ich dachte, du wolltest eine Sprache aus den Alpen bringen oder so. Es war auf jeden Fall irgendetwas. Oh, Gott. Es war irgendetwas. Warum verkacke ich so auf dieser Map? Beim letzten Mal war es, weil ich euch sabotiert habe, aber was ist jetzt der Grund? Du stehst nicht so schlecht. Nein, ja. Willst du mich verarschen? Ich hab am wenigsten Münzen. Du hast nicht am wenigsten Münzen. Ich hab weniger Münzen als Maeve und ich hab nur Sterne. Und Maeve wird gleich noch einen Stern klauen. Ja. Das weißt du doch noch gar nicht. Und Maeve kann sich auch noch einen Stern klauen, also. Das hat er gerade gesagt, Pulli. Also nee, ich hab verstanden, ich kann mir noch einen Stern klauen. Ach so. Hat er auch gesagt? Nee, ja, Moment, okay. Was, hat er beides gesagt? Ja, oder habe ich es verstanden? Ja, okay, der hat beides gesagt. Ist okay, Maeve. Ist okay. Nee, vielleicht hat er auch mal... hat irgendwer Morgi zugehört eigentlich? Aber du kannst es auf dich selbst anwenden. Ach komm schon. Ja, wir haben eh gerade irgendeine Art Feud zwischen uns, also passt das. Das ist eine ganz schöne. Da ist eine Frauenrivalität. Rivalität unter Frauen. Eine Frivalität? Boah! Hey, Morgi, wie gefällt dir das? Boah! Zeig dir mal, wie man Strecke macht. Muss ich ehrlich gestehen. Willst du mal anfassen? Ist er gerade weggegangen dabei? Er holt sich jetzt den Fully. Finde ich nicht cool. Das passiert mir jede fucking Runde. Oh Mann, ey. Jede Runde. Das heißt, ich kann wieder rübergehen und dann kann mir jemand das hin und her wechseln, damit ich... bin ich nicht... Ich nicht bin noch drin. Du brauchst nicht rübergehen. Da zwingt dich keiner zu. Du bist schon nach dem Stern. Wenn du rübergehst, wird Fully mit dir den Platz tauschen, weil er das bestimmen kann. Ich meine, was soll ich sonst machen? Okay, Johnny. Hier bleiben. Und wir hoffen, dass halt jemand auf ein Ausrufezeichen kommt. Oh, ich werde wieder als Erster sterben. Das haben wir mal geschafft, ne? Oh, das ist das. Ah. Nee, ich habe das noch nie geschafft, leider. Du hast es schon mal geschafft.
Ich weiß ja nicht, wie das geht. Okay. Okay. Ich weiß wirklich nicht, wie das Niemand geht, weiß genau, wie lang man, wie weit man pumpen soll dafür, aber es wird schon stimmen. Ja, die Batterieleistung ist nach, ich verstehe. Oh mein Gott, warum sind wir so viel schlechter? Ich habe keine Ahnung. Weil, pumpst du voll? Ich war nicht mehr. Ich habe es zuerst gemacht, dann waren wir so weit hinten. Ey, ist ja so das toll nachher, ja, wenn Morgi im Duell ist, weiß, ob das so funktioniert. Und im Duell sein Controller alle geht. Oh mein Gott, das würde ich fühlen. Warum wart ihr so viel schneller als wir? Easy, Maeve. Ich habe zuerst ganz voll gemacht, das scheint ein Fehler zu sein. Wir haben die gute Luft. Das sehe ich. Die Seeluft. Aus Norden. Ja. Wir haben die Flussluft. Die Flussluft aus dem Norden. Ja, ja, die Elbe und die Schlee, die stinken bestimmt beide. Kill my boy. Wenigstens weiß ich, dass ich verschont bleiben werde. Wen ja, also gönnen wir denn? Wenn ich jetzt gewählt werde, das wäre einfach nur Bullshit. Johnny ist Erster. Wisst ihr was? Wir lassen einfach das Schicksal. Boah, ja, das würde ich auch machen. Nein! Fuck! Fuck! Das fair. Maeve, Fully hat noch diesen dummen Würfel. Denk doch mit. Ja. Er wird's niemandem gönnen, Maeve. Ich hab's niemandem. Ich hab's nicht Morgi kann mir immer noch einen Stern klauen, also... Ja, ja, mach das mal. Wie Yoshi da steht. Jo. Ein Glücksfeld. Dem schaut man nicht ins Maul. Ne? Kann man machen. Dem Glücksfeld schaut man nicht ins Maul. Ja, also sagt, das macht man so, ne? Im Norddeutschland. Okay, das ist bei uns so eine Sache. Anders? Haja. Oh. Ich will ein bisschen Strecke zurücklegen. Das ist clever. Oh. Lauf am besten auf. Nimmst du dir so ein Surfbrett jetzt? Das ist das Bowserfeld. Nein, das ist nicht. Ich will hier rüber. Wir zahlen. Ich will hier rüber. Ich will hier auch gar nicht rüber. Hast du mal eine Mark? Mal schauen, wo ich rauskommen werde. Oh, das ist teuer. Der Preis ist echt nicht so hoch. Du hast dich nachgeguckt. Du bist dran schuld, dass es so teuer ist. Das ist nicht so teuer. Ja, aber nicht günstig. Mann, ich frag mich, was Fully vorhat. Ich meine, was soll ich an dem Punkt tun, ne? Die Frage ist, was hätte ich tun sollen? Hm. Ja, ja, schon klar. Na, du hättest uns alles versauen können. Es ist im Endeffekt auch immer noch ein Glücksspiel. Ja. Ich meine, der Würfel ist halt auch wirklich lächerlich stark. Und Morgi hat halt kein Glück. Und das war sogar ausgesucht. Ja. Yep. Was? Ja, ja. Weil ich wurde jetzt dreimal weggeworfen. Ich kann einfach nirgendwo hingehen, weil ich die ganze Zeit weggeworfen werde. Das stimmt. Ich konnte 0 Sterne kaufen, weil mich immer jemand wegworft. Naja, ich kam sogar nur einmal an dem fucking Bowser vorbei. Und du warst auf der falschen Insel. Und nullmal im Sternfeld. Und immer wenn ich auf der richtigen Insel bin, werde ich weggeworfen, was jetzt einmal war. Und trotzdem weniger Münzen als ich. Ich gewinne auch keine Minispiele. Nein, was soll und das denn? Ist ein Stern drin? Ist ein Stern drin? Nein. Kann da eigentlich ein Stern drin sein? Ich weiß es ja nicht. Ja, kann es. Es gibt 3 Boxen pro Spiel. Ich glaube, in 2 sind Münzen und in einer ein Stern. Oh mein Gott, dann werde ich sie finden. Ich auch. Ach so, das heißt, es gibt nur noch eine Sternenbox, oder was? Ich denke. Oh. Ja. Was soll ich jetzt eigentlich in diesem Spiel noch machen? Ich kann auch nicht mehr wirklich viel ändern. Die Kanoneninsel. Ich werde auf jeden Fall warten, bis Fully an dem Buhu vorbei ist. Denn, warte mal, du kannst noch relativ viel ändern, Mori. Nicht unbedingt an deiner Lage, aber du kannst Sterne klauen. Nicht unbedingt an deiner Lage, das wird dich beruhigen. Ja, ich werde auf jeden Fall warten, bis Fully am Buhu vorbei ist, bevor ich ihm Stern klaue. Sonst wird er ihn zurückklauen. Das ist wahr. Was ist eigentlich, ich verstehe die Kanonenkugeln nicht. Die sind aus Metall und sollen möglichst großen Schaden am Rumpf des Schiffes ausrichten. Oh. Ja, okay. Wo bin ich? Das hätte man in Geschichte ruhig mal lernen können. Habt ihr es gesehen? Ja, du wolltest. Die ist einfach auf mich draufgeflogen. Ja, das meine ich. Das finde ich so Schwachsinn an den Kanonenkugeln. Ich kann doch gar nicht wissen. Ich bin der Einzige, der rausgeflogen
geflogen ist, weil die Kanonenkugel frontal auf meinen Kopf gefallen ist. Weißt du, weil das Spiel dich einfach gehandpickt hat. Morgis Mentalität bei dem Game war, was kann ich hier schon noch reißen? Und er ist der Einzige, der nichts will. Ich vor allem, kann ich kann nicht mal was dafür. Ich wurde einfach von der Kanonenkugel getroffen. Du warst der Auserwählte. Das war übrigens meine ursprüngliche Frage. Wie soll man denn den Kanonenkugeln ausweichen? Geht ja nicht. Ich kann diese Frage beantworten mit einem... Ich weiß es nicht. Aber wenn jemand die Antwort hat, ich wäre sehr interessiert daran. Ja, ich auch. So viele Glücksfelder. Hat jemand die Antwort? Ja, jemand einen Kommentar bestimmt. Also im Bereich von Mario Party Speedruns ist dieses Level natürlich schon lange sehr berüchtigt. Ich glaube, man konnte in Mario Party 1 ganz gut machen. Das ist einfach perfekt. What the fuck? Oh das ist Gott. Ziemlich cool. Du kannst Johnny alle Münzen abziehen. Naja, dann, das ist ein alter Klassiker, würde ich sagen. Wir spielen um den letzten und dritten Platz, glaube ich, gerade, also. Los geht's. Oh mein Gott. Ich bin dabei. Heute wird was gesetzt. Heute sind wir wagemutig. All deine Patte auf den Tisch. Holy shit, Toad. Stern mehr klauen, Toad, renn weg, Toad. Toad, renn weg. Der steht und dann einfach die Münzen erwartet. 150 so viel hattest du noch nie. Münzen. Holy shit. Ich weiß nicht, wie das Minispiel kommt. Ich hab so Angst. Nicht es auch. Wird der Zeiger sein. Oh nein, das habe ich noch nie gespielt. Oh. Ey, ich muss einfach nur A drücken, oder? Wieso kein Tippelspiel? Oh ja, stimmt. Ist das nicht unfair? Donkey Kong ist ein Affe. Stimmt, hier ja, was soll das? Hier Donkey Kong ist so viel besser hier. Er wohnt hier. Ach, Morgi. Ich dachte, ich wusste nicht, wie das Momentum funktioniert. Es hat keinen Unterschied gemacht. Er ist genau dann ab... Nein, er hat mich überholt. Oh, shit. Ich brauche einen Fehler bei Morgi. Oh, shit. Was für einen Fehler willst du sehen, Johnny? Ah, oh, so einen? Danke, dass du mir eine Auswahl gelassen hast. Ist okay, ich bin aber wieder, ich bin zurück im Spiel und ich glaube, ich habe gewonnen. Scheiße, warum ist er so viel weiter? Ja, da war ein guter. In was? Oh mein Gott. Verzeihung. Hä? Okay, das war komisch. Okay. Was ist das? Was? Wie kann man. Ich hätte schon 5-mal gewinnen können. Was ist denn los mit mir? Was soll das denn? Ich habe mich gerade gefragt, ob es überhaupt nicht macht. Warum muss, ich wie geht das? Man darf nicht dem letzten 20% oder so abspringen, aber... Das ist so dumm. Ich war plötzlich nicht mehr in der Lage, die Liane zu... Das reichen. Dauert jetzt ein bisschen. Also, yeah! Man muss sagen, schau dir Daisy an. Ja. Ach, Mann. Aber man muss sagen, Johnny, Moggy hat dir eine Chance gelassen. Absolut, ich bin so enttäuscht von mir. Ich bin absolut erschüttert, dass du nicht gewonnen hast. Ja, ich auch. Es ging irgendwie nicht mehr. Wie oft bist du nicht aufs Ziel gekommen? 3-mal oder 4-mal sogar? Ich glaube, ich bin 4-mal aufs Ziel gesprungen, bis es geklappt hat. Ja. Oh mein Gott, ey. Das hat Yoshi sich verdient. Hey, was soll das? Hast du es gehört? Oh Gott. Das war mein Gelächter. Und jetzt klaut er noch einen Stern? Wenn er jetzt mir noch einen Stern klaut, dann ist es vorbei mit Poli. Dann ist aber Sense. Boah, das ist echt hart, Mann. Was hat er denn so krass dominiert hier in letzter Zeit? Du hättest definitiv von Fully klauen müssen. Ha? Wer hätte von Fully klauen müssen? Maeve. Es ist halt egal, weil ich muss die ganze Zeit -1 rechnen. Das heißt, Moggy kann mir immer noch einen klauen. Alter, Moggy wird Zweiter. Das bringt mir viel, dass du mit -1 rechnen musst. Wow, Zweiter. Das ist, ich werde immer Zweiter. Hey, was soll das jetzt? Fully, doch nie Erster. Du hast gerade 150 gegen mich gewonnen. Fully gewinnt zwar, aber er hat eine Freundschaft verloren. Das stimmt. Autsch. Guck mal, ich könnte mir nicht mal eine Goldröhre kaufen, wenn ich es dürfte. Ich könnte nicht mal, wenn ich wollte. Ja. Ja, mir geht's ähnlich mit dem aufs Klo gehen. Warte, was? Ach so. Oh. Aber ich will auch nicht, also es ist gut. Ich will auch wirklich gar nicht. Bum, bum, bum. Das war übrigens Witz, das ist sehr, ich sag's euch. Das wäre gerade ungünstig. Sehr geschmeidig. Bei dir ist es eher das Gegenteil. Ich muss oft aufs Klo, ja. Ich gehe nie aufs Klo. Ich auch nicht, das habe ich mir irgendwann gedacht, das ist so unnötig.
Ja, ich habe dafür eine Thermoskanne. Ich bin raus. Oh, boah, damit es schön warm bleibt. Du hättest doch einfach Flasche sagen. Was ist gerade passiert? Glaubt ihr, ich werde verlieren? Also irgendeiner muss auf den Lila ist immer Verlass. Erwischen. Siehst mal so, die Wahrscheinlichkeit... Ich wusste es einfach. Ich wusste es. Geringer, ich wusste es. Ich liebe es, wie Donkey Kong auch betet wirklich um sein Leben. So, ich habe gehört, auf Lila ist immer Verlass. Das ist ja die Sache, ich habe für nicht eine Sekunde daran gezweifelt, dass es so laufen wird. Und? Oh. Das hat so lange gedauert. Oh yeah. Und danach ist Lila natürlich immer sicher. Ich war mir auch so sicher, dass Moggy rausfliegt als Dritter einfach. Als Erster. Es ging eigentlich nicht anders. Ja, also als dritter Hebel. Na. 50-50, Johnny. Das gute alte Gelb. Shit. Mate, wofür entscheidet? Das finde ich so unfair. Ich bin als Erster. Oh Gott, ich hasse dieses Spiel. Das ist dir zweimal schon genau so passiert. Du bist richtig schnell rausgeflogen und dann haben wir ewig weitergespielt. Ich kann einfach nichts machen. Das ist so krass. Als ob Grün dreimal hintereinander safe ist, aber komm. Warte mal, vorhin meinte ich sowas wie, es sind die originalen Mario Party Charaktere drin. Aber Rosalina ist drin. Das ist mir egal. Rosalina zählt zur Original. Und? Ah. Gelb hat mich im Stich gelassen. Au. Ich werd ja ganz gelb von Neid. Jetzt hab ich aber die 50-50 Chance. Naja, wenn Maeve nicht verkackt. Erkannt. Lila lässt mich nicht im Stich. Und? Das gleiche dachte ich auch, Maeve. Das gleiche dachte ich auch. Oh, das Geräusch von Yoshi war übel cute. So klingt es, wenn es gepitcht ist. Whee. Ja. Ich möchte heute nichts mehr mit Fully aufnehmen. Ist das okay? Das ist okay. Rosalina hat einen Zauberstab. Ja. Den hat Peach auch in Mario RPG. Oh, guck mal, den Patchwürfel, den habe ich von Fully. Man bekommt ein paar Münzen, damit man niemandem davon erzählt. Und dabei brauche ich nur 7 bis zum Stern. Oh mein fucking Gott. Fully versteht, was ich meine. Ja. Was habe ich dir angetan, Fully, dass du so ein Arschloch zu mir bist? Generell, was hat der Fully gemacht, dass er sich so abräumt? Jetzt wird erstmal Maeve. Du weißt, was jetzt, wofür es jetzt Zeit ist. Das ist nicht dein Ernst, oder? Maeve macht den Sticker. Soll ich den Stern klauen oder was? Den Sticker. Warte, wo ist denn der? Maeve, mach den Sticker. Ja, besser so. Ach so, ich dachte schon, du meinst, dass du jetzt Maeve Stern klaust. Als Moggy meinte, ich soll mich bereit machen, weißt du, was ich getan habe? Hä? Ich hab meine Maus auf den Discord-Call verlassen gezogen. Ich wollte nur den Sticker sehen. Ich dachte, wir sind hier im Team Antifully. Ich hab mich bereit gemacht, das Spiel zu verlassen. Wir auch, dass wir im Team Antifully sind. Du gewinnst aber auch immer. Nein, pass auf. Jedes Mal, wenn ich am Gewinnen bin, geht ihr alle gegen mich. Ja, also dachte ich, jetzt bin ich mal wirklich alle gegen euch. Und es hat Fully, du kannst das jetzt nicht so hinstellen, als hättest du hier strategisch uns geschlagen. Aha, ja. Du bist vielleicht moralisch überlegen, aber nicht strategisch. Weil ich es richtig gemacht habe. Fully, du gewinnst vielleicht das Spiel, wird getauscht. Aber du hast leider alle unsere Herzen verloren. Oh nein, ich kann den Stern gar nicht bezahlen. Ja, ich komme eh nicht hin. Das mit dem nicht bezahlen kenne ich. Warte mal, ich glaube, der ist eh zu weit weg. Kann es vorspulen. Ja. Ja. Oh, der ist nicht Daisy! So weit weg. Daisy fängt die Runde an und sagt, Daisy! 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 Das war so ein Spiel auf Steam, ne? Das stimmt. Daisy. Yeah. Daisy. Oh, man hat tatsächlich damals sehr viel Morsi gespielt. Guck mal, es hätte ja einen Vorteil mit dem letzten Bild. Ja. Oh, nochmal 6 Münzen. Maeve war der Typ, der Warzy gespielt hat. Warzy, ja. Ich stehe richtig gut da. Ja, das war ein sehr wildes Spiel. Jeder von euch muss so 2 Bonussterne bekommen. Und ich habe verloren. Oh. Ich glaube, ich war einmal Erster. Lauf. Habe ich eigentlich ein Minispiel gewonnen? Oh, cool. Los geht's. Okay. Stimmt, hast du eins gewonnen. Ich glaube, ich habe keins gewonnen. Am Ende kriegst du Ich glaube, das gegen Johnny habe ich gewonnen. 150 Münzen gegen mich gewonnen. Ja, ich glaube, das war das Einzige. Ansonsten nur Unentschieden. Weiß nicht.
Was mache ich da? Maeve springt auf. Deswegen bist du vom Aussterben bedroht. Ja. Ich glaube, die sind schon ausgestorben. Ich hasse dieses Spiel. Das war so unfair gegenüber Mori. Das gibt's echt nicht. Das ist jetzt das zweite Mal, dass das passiert. Ja. Einfach auf den Kopf geworfen. Ich werde aber auch ein bisschen sabotiert vom Spiel, habe ich das Gefühl. Wer hat Mogi auf den Kopf gemacht? Schuldig. Dann gehen wir die Boni durch. Als erst vergeben wir den Joni-Boni. Ja, das ist deiner. Will ich auch hoffen. Mogi. Nee, ich glaube nicht. Das geht nicht danach, weil die meisten hat am Ende. Ja, aber ich habe 150 Münzen gewonnen, das ist halt schon stark. Nee, die zählen nicht. Sicher? Oh, glaub, das ist Mace. Kann ich aber nicht am meisten gehabt haben, weil ihr hattet die ganze Zeit über mehr als ich. Was? Nee, du hast schon. Du hast schon. War nicht auch einer auf dem Feld? Yoshi. Yes! Oh mein Gott! Ohne Yes! Ich hab mehr Münzen, das heißt, ich hab gewonnen! Er hat gewonnen! Ich hab gewonnen! Mogi hat einen Sieg! Ich hab gewonnen! Was? Du hast gewonnen! Mit den Bonussternen! Dass Fully immer mit den Bonussternen so ein Pech hat. Ja. Yeah, weg du mit Daisy, weg mit dem Abfall! Weg mit dem anderen Müll! Yes! Bowserfeld gewonnen! Beide den bekommen! Diesen Donkey Kong! Der Bowserfeldstern kommt zu auf. Das ist das Comeback, auf das wir alle gewartet haben. Niemand hat je damit gerechnet. Oh, schaut euch den Affen an! Und deswegen ist Mario Party so dumm. Sensationelle Vorstellung. Mario Party ein Scheißspiel. Wer Spaß, so viele Münzen wie du dumm sammelt, hat sich den Sieg redlich verdient. Die habe ich nur, weil ich ein Minispiel gewonnen habe. Nur weil nicht ganz der Sieg, aber toll gespielt. Nur weil ich dir den Leuten gesagt, dass ich mich gar nicht mehr an alle erinnere. Wow. Das ist so Karma bei Fully, ey. Weil ich dir das mit den Liaden einfach gelassen habe. Ja, ich habe die meisten Minispielsiege. Ich habe Mogi gewinnen lassen. Bin ich auch offen. Ganz eindeutig. Was hat Daisy geschafft? Ich habe nichts geschafft. Da weißt du, Münzen verloren. Ich weiß. Du hast die Sterne, der hat oft versetzt, dass seine Gegner nicht mehr wussten, wo ihnen der Kopf steht. Das ich ist bin richtig so oft auf ein Ausrufezeichen gekommen. Ja. Warum gab es dafür keinen Bonus? Und der Stern kam nicht, ne? Ja. Also drei Sterne. Ja, doch. 318. Also 318 erhaltene Münzen ist schon. Das ist schon ein bisschen okay, du mehr warst wirklich ihr nicht so gut im Minispielen. Du hast 62 gewonnen. Ja, ich habe gar nicht gewonnen bei den Minispielen. Die ich gewonnen habe, waren eigentlich nur unentschieden. Aber ich glaube, warte mal, dass der ich bin Einsatz am Kisten gelaufen. Schau mal, wie wenig Felder wir alle gelaufen sind. Gar so, nichts diese Runde. Ich glaube, es zählt zwei Felder so, weniger als Maeve. Ich glaube, es zählt so, dass nicht Donkey Kong 150 Sterne jetzt gewonnen hat, sondern halt die 70, die ich hatte oder was auch immer. Die 75, das, ja, das zählt dann. Ja, das ergibt Sinn. Und Fully hat am meisten. Johnny ist viermal auf Ausrufezeichenfeld gekommen. Yo, holy shit. Yo. Oh, yo. Oh, yo. Aber ich muss sagen, Johnny ist mir immer wieder eine Ehre, in der letzten oder vorletzten Runde ein Versus-Spiel gegen dich zu machen und dich bis zum letzten Stück Edelmetall auszuziehen. Wir hatten übrigens, glaube ich, noch nie so einen Graf, so einen Sternegraf. Ja, die Grafik am Ende. Die ist super. Mogi hat Fully am Ende. Mogi hat Fully am Ende nochmal vom Thron geholt und dann überzogen. Weil wir hatten nicht einmal einen Stern gekauft und gewonnen. Ich wünschte, man hätte auch die Anzahl an Münzen. Man hätte auch dafür eine Grafik. Das würde ich so gern sehen. Das wäre echt gut, ja. Dann wäre Johnny nämlich ganz weit rum und dann New. Aber das war diese Runde. Kannst du beenden, ich muss aufs Klo. Du bist der Host. Du musst beenden. Also, ja, ich meine den Part. Ach so, ja, ich habe gewonnen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich denke, wir werden nächste Woche noch eine Runde mit der Gamecube-Spiel machen. Ich glaube, ich muss auch aufs Klo. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Donkey Kong! Yes! Okay. Donkey der Underdog! Kong. Bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao. Der Underdonkey! Ciao. Oh, jetzt bekomme ich satte Münzen. Pass, ich muss noch sehen, was ich alles für. Warte, das ist das, was Fully bekommt. Fully muss A drücken, damit du siehst. Oh, shit. Warum kann ich das. Geht's auch aufs Klo? Das ist so dämlich. Ich hasse dieses dumme Spiel. Ich bin auch versenkt.